Der Patch 2.02 ist da, meine Freunde, mit unfassbar interessanten Änderungen. Änderungen, über die wir definitiv diskutieren müssen und einiges weiteres mehr. Ich bin gehypt. Ich hoffe, ihr auch. Ja, moin Leute, Spook am Start mit einer weiteren Folge zu Valorant. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuesten News-Video hier bei mir auf meinem Kanal. Zuallererst, ich habe eure Kommentare zu dem gestrigen Video gesehen bezüglich des Skin-Bundles und möchte mich an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal für die Qualität der Footage entschuldigen. Es ging nur aktuell tatsächlich nicht anders, dadurch, dass ich eine Verbindung zu den Developern, zu den Entwicklern nach Amerika aufbaue und da ist an einigen Stellen halt einfach die Videoqualität nicht unbedingt so on point. Ich hoffe trotzdem, dass ihr einen ganz guten Eindruck vom neuen Glitch Pop 2.0 Bundle bekommen habt. Lasst uns aber jetzt direkt loslegen mit Patch 2.02. Wir hatten ja erst in der vergangenen Woche den Patch 2.01, der ja auch nur eine Woche auf sich warten ließ. Und jetzt geht es schon weiter. Und das Hit and Run wird endlich adressiert, meine Freunde. Deswegen freue ich mich persönlich umso mehr. Und ihr könnt schon auf dem ersten Blick sehen, Hit and Run, das Rifle Movement oder die Rifle Movement Accuracy wird überarbeitet, meine Freunde. Viele haben drauf gewartet. Jetzt ist es endlich soweit. Wundert euch nicht, die Patchnotes sind hier auf Englisch, weil ich die im Vorfeld schon bekommen habe, damit ich mein Video hier an dieser Stelle für euch möglichst früh aufnehmen kann. Lasst uns jetzt aber direkt loslegen und zwar mit dem Rifle Movement Accuracy Update bezüglich der Bulldog, Guardian, Phantom als auch der Vandal. Wenn ihr jetzt mit diesen Waffen rennt und gleichzeitig schießt, dürftet ihr so gut wie nichts mehr treffen. In der Theorie natürlich. Hier muss man ganz klar hervorheben, dass besonders auf große Entfernungen jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass man den Gegner während man rennt trifft mit diesen vier Waffen wirklich niedriger ist. Das heißt, wir haben insgesamt von 3,75 auf 5 den Spread erhöht bekommen. Dann gibt es hier nochmal von 0,8 auf 1,1 bezüglich allen Rifles. Also es gibt einmal den Running und einmal den Walking Arrow. Das heißt, wenn ihr rennt oder wenn ihr euch langsam mit Shift eben nach vorne bewegt und Crouch Moving, das ist, wenn ihr in die Hocke geht und euch bewegt, dann ist das hochgegangen von 0,3 auf 0,8. Das wird das generelle Empfinden, das generelle Gameplay auf jeden Fall grundlegend verändern, weil eigentlich wollen wir ja alle eine relativ, ja, nicht so präzise Waffe, wenn wir gerade am Rennen sind und ihr euch vorstellt, ihr habt da gerade irgendwie eine Vandal in der Hand, da den Gegner zu treffen auf 30, 40, 50, 60 Metern ist halt schon eine Sache, machen wir uns nichts vor, ist auch in der Realität eher unwahrscheinlich, auch wenn hier und da wahrscheinlich auch immer noch ein paar Luckshots um die Ecke kommen werden, beziehungsweise um die Ecke fliegen werden, aber das sollte sich jetzt auf jeden Fall in Grenzen halten. Interessant finde ich an dieser Stelle, dass wir hier nur von diesen vier Waffen sprechen. Der Bulldog, Guardian, Phantom als auch der Vandal. Bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung sich das entwickeln wird, ob sie hier nochmal nachfassen, weil wir erinnern uns, in einem der vorherigen Patches haben sie schon mal gesagt, dass sie peu à peu, also Stück für Stück, diese Genauigkeit reduzieren wollen. Das heißt, es kann sein, dass es noch viel, viel krasser wird und dass man fast gar nichts mehr trifft, weil man eben in der Bewegung ist. Ich werde das auf jeden Fall definitiv ausprobieren. Ich denke, wir werden es aber auch alle merken. Und sobald der Patch live ist, kommt gerne zu diesem Video hier zurück und lasst mich mal wissen, ob ihr eine Veränderung gemerkt habt oder nicht. Wir haben schon drüber gesprochen, wir haben ein riesengroßes Smurf-Problem, da erzähle ich euch nichts Neues und es gibt jetzt aber kompetitive Updates, die das Problem beheben sollen. Und zwar sollt ihr jetzt, wenn ihr eine hohe MMR habt, also wenn das Spiel checkt, ey, ihr seid richtig gut, dann sollt ihr einfach wesentlich schneller aufsteigen. Wir gehen ja auch nochmal explizit darauf ein, dass sie in etwas ein bisschen zu konservativ gedacht haben, also dass sie euch mehr Runden geben wollten, damit ihr euch quasi beweisen könnt. Und genau das hat am Ende des Tages dazu geführt, dass einige Spieler mit sehr hohem Skillcap, also die besonders stark unterwegs sind, gegen andere Spieler spielen, die vielleicht noch gerade ihren eigenen Skill so ein bisschen finden und sich nach und nach verbessern und halt komplett überrollt werden. Das heißt, diese Battles auf Gold, Platin, teilweise auch Silberniveau, wie ich jetzt ganz oft in den Chats, auch in den Streams gemerkt habe, das darf jetzt eigentlich nicht mehr passieren. Es gibt jetzt auch zwischen Eisen und Diamant zusätzliche Punkte, wenn ihr besonders stark spielt. Hier steht nochmal explizit, wir wollen auf jeden Fall Spieler, die besonders pop-offen, also die besonders stark unterwegs sind, belohnen, indem ihre persönliche Performance einfach nochmal mehr Punkte bedeutet. Was für uns am Ende des Tages einfach nur heißt, wenn ihr richtig ordentlich am Rasieren seid, dann dürfte der nächste oder der übernächste Rang
gar nicht mehr weit weg sein. Aber ganz wichtig, hier steht es auch nochmal, dick und fett. Hierbei geht es um eure persönliche Leistung. Das heißt, es geht nicht darum, besser als eure Teammates zu sein, sondern es geht darum, dass ihr euch nach und nach verbessert. Bedenkt immer, ihr habt einen Rang, der euch angezeigt wird, und dann habt ihr noch ein Hidden MMR, also ein System, das versucht, euren Skill in Punkte festzuhalten. Und wenn ihr auf einmal eine neue Maus, neue Tastatur, neues Headset habt, was, oder einen neuen Monitor, was auch immer, oder ihr habt einfach mit einem Aim-Trainer trainiert und habt euch viele Videos angeguckt und auf einmal gibt es einen Peak, auf einmal rastet ihr komplett aus, dann weiß das MMR, hey, der performt so gut, der macht viel, viel mehr Punkte als normalerweise, den möchte ich jetzt an dieser Stelle belohnen. Und der ist jetzt nicht mehr Gold 3, sondern ich schicke den direkt nach Platin. So ungefähr könnt ihr euch das System jetzt vorstellen. Interessant und gar nicht geil finde ich eine Änderung für alle Diamond 3 Spieler. Die können jetzt nämlich nur noch zu zweit spielen. Ja. Ihr habt richtig gehört, Diamond 3 ist jetzt nur noch 2-Stack. Ihr dürft nur noch im Duo zusammen spielen und queuen und ja, darüber hinaus ja dann an der Stelle sowieso nicht mehr, um das da oben, dieses ganze Geflecht, ein bisschen zu entzerren, damit eben, ja, ich glaube, die 3 Spieler es nicht so viel leichter haben als zum Beispiel Immortal Spieler, die ja auch nicht mehr zusammen queuen können, beziehungsweise maximal 2 Personen. Ich hoffe nicht, dass sie das noch weiter runterregeln, dass wir irgendwann von Diamond 1 reden oder dass wir vielleicht sogar um Platin reden, weil ich glaube, das macht das Spiel komplett kaputt. Kann auch mit der Meinung ganz alleine sein, aber das sind nur Bedenken, die ich persönlich gerade aktuell habe, denn Valorant macht mir persönlich mit Freunden, mit dem Chat, also mit Viewern, mit Abstand am meisten Spaß. Solo-Queue kann man sich ab und zu mal geben, aber eine Runde reicht meistens aus, dass ich den Spielspaß komplett verliere. Es gab jetzt zuletzt ein paar Bugs, wie ihr zum Beispiel den Spike legen konntet, ohne dass ihr einen Sound macht, indem ihr beispielsweise die Map öffnet in dem Moment, wo ihr die Bombe platziert. Da hat man gar nichts gehört von der Bombe. Die wurde dann erst sozusagen aktiviert, als die Bombe schon geplantet wurde. Das heißt, vorher gab es keine Sounds. Es gab noch einige weitere Bugfixes, die natürlich an dieser Stelle auch nochmal ganz gut sind. Sobald das Video live ist, werde ich euch auf jeden Fall in die Videobeschreibung noch die Patchnote mit reinpacken, damit ihr dann nochmal ganz genau drauf schauen könnt. Aber das war's mit dem heutigen Patch 2.02, meine Freunde. Lasst mich mal gerne eure Gedanken dazu in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, dass euch der Valorant Content aktuell sehr gut gefällt. Ich werde in den kommenden Wochen auf jeden Fall nochmal hier und da ein paar andere Videos mit einstreuen und überlege sogar, ob ich euch daran teilhaben lasse, was gerade bei GameStop und AMC in meinem persönlichen Depot abgeht. Aber dazu könnt ihr mir ja gerne mal unten in den Kommentaren schreiben, ob ihr da Bock drauf habt, ob das ein Thema ist, das euch persönlich interessiert und ob ihr die Geschichte aus meiner Sicht ganz gerne mal hören wollen würdet. Das war's dann mit meinem heutigen Video, meine Freunde. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls ihm so sein sollte, haut gerne einen dicken, fetten Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video von mir zu Valorant und anderen Games verpasst. Vielen Dank fürs Einschalten. Stay tuned. Das war's, Mugel. Und wir sehen uns in der nächsten Episode.